Nehmen wir uns einfach mal gleich schlafen. Da war eben so auch wieder Kautschuk, richtig. Und das hätten wir sonst nicht gesehen. Würde ich das Laub nicht wegmachen. Oh, hier ist... Da ist kein Laub weg. So, wenn der Baum fertig ist, legen wir uns erstmal schlafen. Ich habe keinen Bock, dass hier ein Creeper ankommt. Nee, danke. So, was dann auch nicht schlecht wäre, wäre eigentlich, dass wir einen normalen Ofen erstmal im Keller haben. Ein bisschen Kohle bestückt. Weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zur Schmiede zu rennen. Nee, danke, darauf kann ich verzichten. So, erstmal schlafen. Da müssen wir sowieso erstmal schauen, was wir herstellen werden. Weil irgendwie, ich muss mal schauen, ob der normale Generator auch Strom gibt. Brauche ich eigentlich theoretisch schon. Warum habe ich das damals nicht so gemacht? Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig das Ganze. So, nee. Hier. Da haben wir auf jeden Fall Kohle. Ach, ich hatte sowieso Kohle dabei. Na gut. Egal. Gehen wir wieder zu unseren Bäumen. Da sieht man schon, ist bei einigen Bäumen schon ordentlich Laub weg. Aber wir sind noch lange nicht durch. Das war falsch. Hier. Durch nahm Holz. Wenn ich dahinter das Laub wegmache, nützt es mir sehr, sehr wenig. Hier. Da. Und sowieso hier. Das reicht da. Wie viele Bäume haben wir noch vor uns? Noch ein paar. Das ist eine einmalige Arbeit jetzt hier. Das ist das Gute halt. Und soweit ich weiß, liefern die dann auch an unendlich Zeit Kautschuk, neues Kautschuk. Soweit ich mich erinnern kann. Ist halt schon eine Weile her, seitdem ich da damit gearbeitet habe. Oh, wirklich schon Ewigkeiten. Wow. Wow, wow, wow. Aber umso mehr freue ich mich darauf, endlich wieder damit arbeiten zu dürfen. Denn es macht einfach Spaß. Okay, da oben sehe ich gerade, ist auch noch ein bisschen Laub. Dieser Baum ist riesig. Größer als alle anderen und dementsprechend viel Kautschuk ist hier so schon dran. Oh, ich bin gleich fertig. Einen großen, großen Baum. So, noch einmal hoch und einmal runter. Was das jetzt? Das war's, so wie es aussieht. Wunderbar. Schnell die Setzlinge mal einsammeln, kann man immer mal gebrauchen. Dann können wir mit dem Zapfhahn endlich mal loslegen. Kann sein, dass der sogar gar nicht reichen wird. So. Nee. Ich sollte auch mal hier oben mal schauen. Hier, da. Da ist auch noch ein bisschen was. Und man merkt schon, der Zapfhahn, der hält nicht lange. Hält überhaupt nicht lange. So, das Kautschuk hätte ich schon gerne. Darum ist es eigentlich besser, wenn das Laub wirklich komplett dann weg ist. Aber, ja. Auch nicht. Stirbt kein Schwein von, oder wie sagt man so? Noch keiner von gestorben oder so. Hier. Und der Zapfhahn ist weg. Werde ich mir gleich nochmal zwei Zapfhähne machen. Der elektrische Zapfhahn später, der wird auf jeden Fall super sein. Weil der wird auch länger halten, um einiges länger. Und ihr werdet merken, wir werden uns sehr, sehr oft noch Zapfhähne machen. Bis wir den elektrischen Zapfhahn haben. So, wir waren hier, glaube ich, so ungefähr stehen geblieben. Hier ist alles weg. Hier ist auch alles weg. Auch mal auf den Boden schauen. So, hier geht's weiter. Ja. Dann, das war... War das der große? Nee, das war nicht der große. Da ist weiter nichts mehr drin. Ist der Baum. Könnte der große gewesen sein. Oh, gleich zweimal an einer Seite. Ich glaube mal, es ist auch möglich, dass dreimal was rauskommt. Ah, es ist wirklich sehr, sehr selten der Fall. Aber zweimal ist doch auch schon mal super.
Da haben wir auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge gesammelt. Das ist ein super Start. Ein richtig, richtig super Start. Da, 1, 2, ja. Noch wo was? War hier oben nicht noch was? Kann sein, dass ich das schon weggemacht habe. Das war der große Baum. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich sehe sonst weiter jetzt nichts. Das heißt, wir können reingehen. Deswegen haben wir auch genug. 11 Stück. Da haben wir auf jeden Fall die Zahl wieder mindestens drin, die wir ausgegeben haben an Setzlinge. Da brauche ich jetzt einen Ofen auf jeden Fall. So, heiße Angelegenheit. Weiß immer noch nicht, warum meine Erfolge weg sind. Gut, dann 42 Kautschuk. Wunderbar. Wunderbar das Ganze. Dann können wir uns jetzt mal darum kümmern, einen Generator zu bauen. So. Ja, da kann ich mir mal hier so ein normales nehmen und hier Generator. Wir brauchen einen Eisenofen. Das ist dieser Ofen, den wir... Nee, das ist der Ofen, stimmt. Ja. Es gibt halt zwei Varianten. Bei beiden braucht man dieselbe Anzahl an Materialien. Auf jeden Fall ein Ofen. Ich werde mal die Werkbank von oben mal runterholen. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Wir werden sehr wahrscheinlich... Ja doch. Und zwar, wir werden auch mal hier hinten ein bisschen was einrichten. Und zwar... Hier, naja, nicht ganz. Wieder zurück haben. Eine richtige Werkstation hier hinsetzen. Damit ich dann auch... die Sachen, die ich dann da herstelle, auch drinnen bleiben dann. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, wirklich hier bei IndustriCraft mehrere solche Werkbänke zu haben. Dann kann ich hier zum Beispiel ein Rezept reinmachen, weil später werden wir das wirklich noch gebrauchen. Ihr werdet das sehen. Dann hier mal was anderes. Ihr werdet das noch sehen. Wir können dann meinetwegen die Truhen dann rein. Oder hin. Okay. Gut, 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 gut. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ofen erstmal. Und was war das noch? Eisen... nee, Basismaschinenhülle. Okay, aus Eisenplatten. Eisenplatten kriegen wir daraus, indem wir mit Eisenbahn oder beim Eisenbahn mit einem Hammer draufhauen. Einen Schmiedehammer kriegen wir so. Merkt man schon ganz viele Rezepte. Da brauche ich auf jeden Fall erstmal was. Dies, so, um... Hammer herzustellen. Den der Hammer ist sehr, sehr wichtig. Den werden wir wirklich noch sehr, sehr häufig gebrauchen. Und den können wir auch nur maximal 80 Mal benutzen. Steht hier drauf, 80 übrig. Das heißt 80 Eisenbahnen halt. Wir brauchen jetzt 8 Stück für den Anfang. So, jetzt sind nur noch 72 übrig. Das müssen wir jetzt wie beim Ofen so anordnen. Haben wir eine Basismaschinenhülle. Kann ich dann hier jetzt reintun. Einmal die Basismaschinenhülle. Den Ofen. Dann fehlt hier oben noch was. Und zwar eine Batterie. Da gehe ich jetzt einfach mal zur nächsten Werkbank. Das bleibt ja jetzt hier drin. Und dann muss ich mal schauen, wie man eine Batterie herstellt. Und zwar zwei Redstone, Zinn-Itemhüllen und isoliertes Zinnkabel. Okay. Da brauchen wir erstmal Zinn. Und dann merkt ihr jetzt, wir brauchen auch andere Materialien. Sehr, sehr wichtig wird sein Zinn und Kupfer. Da werde ich auch ordentlich jetzt was aus dem Lager rausholen. Wir werden das auf jeden Fall viel gebrauchen. Okay, falsche Reihe. Falsche Reihe. Und zwar hier Zinn. Oh, da haben wir leider nicht ganz so viel. Ich hoffe mal, die 35 werden erstmal reichen. Kupfer haben wir dementsprechend schon mehr. Da nehme ich einfach mal hier einen halben Stack Blöcke mit. So, Eisen werden wir sehr, sehr viel brauchen. Dann nehme ich einfach mal nochmal 6 Blöcke mit. Und ja, also habe ich auch normales Kupfer jetzt hier schon mal. Sehr, sehr wichtig. Und Redstone brauchen wir auch sehr, sehr viel. Sowas ist halt sehr, sehr materiallastig. So, machen wir mal 7. Das ist fast ein Stack. 63, um genau zu sein. Das reicht. Gut, brauchen wir für die Batterie jetzt noch was aus dem Lager? Nee, nein. Bin ja schon auf dem Weg nach Hause.
Das Gute ist, ich kann mich wirklich noch an viele Rezepte erinnern. Zum Beispiel diese Itemhüllen, die da waren. Kann ich mal kurz zeigen. Da bei der Batterie. Diese hier, die sind ganz einfach herzustellen. Da bauen wir einmal Zinnplatten, kriegen wir mit einem Hammer auch raus, wie bei Eisen. Und dann nochmal mit einem Hammer draufhauen, kriegen wir zwei Itemhüllen raus. So, hier mal hin. Brauchen wir also somit zwei Zinn. Und daraus machen wir zwei Zinnplatten und 14 Itemhüllen. So, dann da mit Redstone rein. Dann brauchen wir noch isoliertes Zinnkabel. Gehe ich mal zur dritten Werkbank. Da brauchen wir jetzt aber was anderes. Und zwar, ich muss mal kurz schauen, wie das hergestellt wird. Einmal brauchen wir natürlich Gummi. Kriegen wir ja im Ofen. Und Zinnkabel, das machen wir mit einem Seitenschneider. Okay, aus einer Zinnplatte, das ist gut zu wissen. Und Seitenschneider machen wir so. Okay. Brauchen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehr gut. 1, 2, 3. Und 1, 2. Haben wir einen Seitenschneider. Und dann ein Zinn. Eine Zinnplatte. Und daraus Kabel. Haben wir jetzt drei Zinnkabel. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch Gummi. Gib Gummi, Alter. Wohin muss ich laufen? Dahin. So. Haben wir ein isoliertes Zinnkabel. Das kann dann hier jetzt rein. Haben wir die Batterie. Die kann man auch auffüllen. Aber momentan können wir es noch nicht. Und unseren ersten Generator. Gibt es da keinen Erfolg für? Da gibt es das. Sind es Erfolge? Ich habe einen Folgen einer. Ich muss Erz abbauen vorher. Mittig Schmiedekunst. Ah, Mann. Schmiedekunst brauche ich erstmal. Mit Eisenerz im Ofen. Na, klasse. Muss ich das jetzt wirklich mal ganz schnell machen, weil ich hätte schon gerne die Erfolge dabei. Aber ich habe, glaube ich, kein Eisenerz mehr. Muss ich mal kurz schauen. Nee, ich habe kein Eisenerz mehr. Ja, dann kann ich das wohl nicht machen. Oder habe ich doch noch? Habe ich doch noch? Habe ich doch noch? Hab ich doch noch? Mal sehen, mal sehen. Ja, sehr gut. So, aber ich habe keinen Platz mehr. Ah, na klasse. Sehr schöne Scheiße. Blöcke kommen hier mal rein. Abfehlen nicht. Die Stücke auch. Gut. Und wenn wir mal die Energie aus dem Ofen dann verwenden, der momentan noch läuft für Gummi. Ich würde jetzt ungern eigentlich ein Kohle für ein Eisen verschwenden. Sehr, sehr ungern. So, läuft noch. Gut, und hier das Eisen rein. 41 Gummi haben wir. Das ist sehr, sehr viel für den Anfang. Aber wir brauchen das halt auch. Wir brauchen das dringend. Gut. Nicht wirklich besser als Eisen. Du hast gerade einen nutzlosen Barren hergestellt. Ja, in Industrial Craft ist eigentlich Eisen wirklich nutzlos. Kann man so sagen. So, und dann der hier. Der Erfolg in Industrial Craft ist: Stelle ein paar Kabel her. Ja, Kabel haben wir eigentlich schon hergestellt, aber wir brauchen auf jeden Fall später, oder wir brauchen jetzt eigentlich schon ein paar Kupferkabel. Darum mache ich mir auch mal ein paar Kupferkabel. Da kriegen wir jetzt nur zwei heraus. So, ein Fluss aus Energie. Sehr, sehr gut. Das nächste ist. Bitte kein Generator. Bau einen Generator. Okay. Wir werden später noch Generatoren bauen. Okay. Da haben wir den Generator. Den werden wir einfach mal hier jetzt so quer hinstellen. Den möchte ich hier nicht drin haben. Der wird später auch abgebaut. Und okay, man kann hier Kohle reintun. Dann kriegt man da Energie, soweit ich das jetzt sehen kann. Was wir dann auf jeden Fall als nächstes brauchen, ist eine Bedbox. Das ist die hier. Da bauen wir auch nicht so viel. Da brauchen wir eigentlich nur drei Batterien, ein isoliertes Zinnkabel und Holz auf jeden Fall. Okay, Holz haben wir ja dabei. Das können wir ja hier schon mal vorbereiten. Bei hier,
Hier und da. Isoliertes Zinnkabel kann ich mir auch schon herstellen. Das andere, was ich dann noch brauche, ist auf jeden Fall 3 Batterien, die wir ganz schnell herstellen werden. Bedbox ist für den Anfang sehr, sehr wichtig, weil eine Bedbox kann Energie speichern. Und Energie, ja, das ist halt das Hauptelement hier in das Industriecraft. So, 12 Itemhüllen.